Morgen, meine Lieben. Ja, yes. Da hinten ist die Arena auf Schalke. Wir sind hier in Gelsenkirchen am frühen Morgen um 8 Uhr. Mich friert's voll, weil ich habe nur 3 Stunden geschlafen. Immer wenn ich müde bin, dann fange ich sofort an zu frieren. Und es ist kalt, das könnte noch ein bisschen dazu. Und ich habe nur so die dünne Jacke hier von der Longboard One. Aber heute ist der erste Tag sozusagen von der Stocker Crash Challenge. Morgen ist das richtige Event, aber heute fahren wir auch schon ein bisschen. Und keine Ahnung, was heute sonst noch alles so passiert. So Leute, Rennoverall ist angezogen hier, Name steht auf dem Film drauf. Perfekt, dann sind wir zum ersten Mal in der Arena. Geil, ihr filmt euch selber. Wir hatten jetzt hier gerade so einen kleinen Fototermin. Für eine GoPro hat es nicht gereicht, ne? Nee, leider nicht, ne? Aber als YouTuber verdient man ja nicht so viel. Du hast, also ist das hast so? Ja, echt, ja, ich dachte, als YouTuber, da ist man ja unglaublich reich. Ich frage immer, ja. Aber ihr dürft es nicht sagen, weil es, glaube ich, im Vertrag drin steht. Alles, oder? Ja, alles geregelt. Ja, das ist wahrscheinlich so wie bei dir. Darfst du ja auch nicht sagen? Oder willst du es? Doch, ich darf sagen, aber ich sag's nicht. Ah, okay. Vielleicht ist das bei uns auch so, weiß man nicht. Ja. Aber ich wollte dich hier eigentlich mal fragen, ich bin ja zum ersten Mal hier. Ja. Und weiß gar nicht, wie ich das hier überhaupt alles machen soll. Ich bin ja kompletter Neuling. Hast du den seit 10 Jahren? Hast du den Führerschein? Das habe ich ja extra hierfür gemacht. Okay, okay. Ja. Nur damit ich du bist ich arbeite seit Jahren hier drauf hin. Du bist doch gerade mit dem Longboard einmal durch Deutschland gefahren. Da wird dir das doch keine Probleme bereiten, mit so einem Karren hier zwei, dreimal um die Ecke zu fahren. Hoffe ich mal. Ne? Aber wir sind auch gestürzt auf der Longboard-Tour. Echt? Ja, aber das habe ich schon mal ein bisschen geübt, wie das so ist, wenn wir uns drehen und so weiter. Seid ihr eigentlich von Norden nach Süden gefahren, ne? Ja, von Sylt bis Schloss Neuschwanstein, einmal runter. Ja. Hättest du mich mal vorher gefragt, von Süden nach Norden ist geiler, weil es geht bergab. Ja, haben uns viele gesagt, aber wir sind ja komplett unsportlich, wir können ja eigentlich gar nichts. Wir können kein Auto fahren, können aber auch kein Longboard fahren. Achso, ihr seid ja keine Longboard. Eigentlich nicht, jetzt schon so ein bisschen. Und deswegen mussten wir uns erstmal so auf Sylt so ein bisschen langsam einfahren und so weiter und so im Norden und sind dann am Ende die schweren Sachen gefahren. Okay. War schon ein bisschen Plan dahinter. Wie dreht man denn am besten? Wie dreht man dich denn am besten? Was sind deine Schwachstellen? Ja, du musst halt ein bisschen Aggression mitbringen, ich weiß nicht. Doch, das habt ihr doch bestimmt hier von euren Games habt ihr auch ein bisschen was mitgebracht, oder? Ja, ein bisschen. Was spielst du? World of Warcraft oder was? Gar nicht. Gar nicht. Minecraft und GTA sind es. Okay, alles klar. Also so ein bisschen Minecraft, das Kreative. Eigentlich kann ich auch gar nicht spielen. Ich kann gar nichts. Das ist im Prinzip. Du bist ja ein Multitalent im Gegensatz zu mir. Du kannst alles, habe ich das Gefühl. Na, also Computerspiele ist nicht so mein Ding. Ich mach's lieber in der Realität. Ich mach's lieber in der Realität. Ja, aber da kannst du alles. Ich bin kein Fiction-Freund, aber. Es gibt auch Leute, die fahren den ganzen Tag so machen irgendwie so ein Stocker-Spiel online oder als App oder sonst irgendwas. Ich mach's mal lieber in der Realität, das bringt schon ein bisschen mehr Adrenalin. Ist halt schwerer umzusetzen, nicht jeder ist im Fernsehen und hat so viel Geld, auf alles zu machen. Auf YouTube ist das schon schwerer. Aber deswegen bin ich umso froh, dass ich hier mal mitmachen kann. Ja, freut mich. Ich bin mal gespannt. Sehr gut. Und du brauchst ein bisschen Aggression. Das bringe ich auf jeden Fall mit. Ja? Ich hoffe, du bist nicht mein Opfer. Ja, wir werden mal sehen. Bist du in meiner Klasse? Nee, ich bin in der 1900er Klasse. Ja, okay, dann. Aber am Ende, dann sehen wir dann noch leben. Dann sehen wir uns am Ende. Ja. Richtig. Ich freue mich schon drauf, Stefan. Ja, ich bin gespannt. Danke hier. Bitte. So Leute, ich bin jetzt mal bei meinem Auto hier angelangt. Das ist das gute Teil, da steht mein Name auch drauf. Ist ein VW Golf 2, wenn ich das hier richtig sehe. Das hier ist mein Team und zwar ist es das, jetzt muss ich vorlesen, die Motorsportfreunde Rheinland-Pfalz. Ihr macht das hobbymäßig, fahrt ihr selber Stockerrennen und heute, oder was heißt heute, das ganze Wochenende hier, seid ihr für mich da, habt mir das Auto hier aufgebaut, zeigt mir, wie das hier alles funktioniert. Sehr cool, Jungs. Perfekt. Ihr wisst ja, über was ich mache. Ich mache YouTube. Ja. Na, und mache da halt so meine täglichen Videos von dem, was ich so mache. So, das heißt, ich werde hier auch so ein bisschen rumfilmen. Alles in Ordnung für euch, wenn ihr da drauf seid. Kein Problem. Ja? Sehr cool. Ich muss halt gucken, dass meine Frisur sitzt. Ja. Kannst ruhig mal fragen, bist du vorne in das Auto oder fahren wir da zurück? So, mal Bremse. Merkst du auch, wenn die Bremse geht? So Leute, ein bisschen was gegessen haben wir. Kleines Frühstück war das für mich. Und jetzt sind wir ja einmal in den Logenrängen und können hier unten einmal runterschauen. Dort unten wird morgen gefahren, beziehungsweise gleich. Jetzt haben wir gleich eine Fahrerbesprechung. Und dann werde ich da zu meinem Team gehen. Und da der weiße Wagen, der kleine Scirocco, das ist der Testwagen für heute. Mit dem werden wir mal ein bisschen hier rumcruisen und die Strecke ausprobieren. Zwei Flaggen, und zwar die rote. Da komme ich ja gerade recht. Ja. Nimm schon mal die schwarze. So Leute, Fahrerbriefing ist vorbei, jetzt gehst du erstmal auf die Strecke mit den Trainingsautos, da fährt schon keine Ahnung wer, sieht man jetzt ja noch nicht, weil das Ganze alles Trainingsfahrzeuge sind, da habe ich schon meine Halskrause an hier, Handschuhe, alles mit dabei Leute, freue mich drauf, die ersten Meter mit dem Teil. Mit dem Trainingsteil wird es nämlich gleich gefahren.
So Leute, ich bin jetzt gerade das erste Mal gefahren und danach wollte ich nur kurz nach oben und dann habe ich mich fast eine Stunde war das, ne? Was? Nicht zwei. Nee. Nicht fast zwei. Anderthalb Stunden mit dem Stefan Raab festgequatscht und jetzt müssen wir noch ganz schnell hier irgendwas Kleines drehen und deswegen wird an mir rumgefummelt. Na klar. Und hier coole Leuchten habt ihr da hinten. Ich bin mal gespannt, wie das nachher alles aussieht da vorne. Das wird dann irgendwie ein paar Sekunden nachher in der Sendung, schätze ich mal. Und gleich will ich nochmal fahren. Deswegen müssen wir uns jetzt schnell beeilen und die Kamera muss weg, damit die Leute anfangen können. Tschüss. Hier fährt einfach mal der Film in der falschen Seite rein. Aber, Leute, kurz und schmerzlos hat das Interview da gerade eben alles gut geklappt. Und jetzt sind wir auf dem Weg zurück zum Auto, um nochmal ein bisschen hier zu fahren. Und da ist schon mal einiges ausgelaufen an dem Zeug, wovon ich keine Ahnung habe. Der weiß hier, das wäre echt mein Wagen. Da hat jetzt jemand anderes geschnappt, weil ich zu lange noch weg war an dem. Was ich euch noch gar nicht erzählt habe, ich habe mich vorhin beim ersten Training, genau in der Ecke, habe ich mich ohne Fremdeinwirkung einmal schön auf das Dach gelegt. Aber war cool, alles okay. Die Linie musst du finden. Alles klar. Top-Linie finden. Leute. Das war gerade das zweite Mal fahren und es war so viel heftiger. Es war kürzer als das erste Mal, aber es sind einfach so viele Löcher jetzt auf der Strecke, weil das halt die Strecke alle fahren. Hier seht, hier, das ist alles der Dreck, der mal auf der Strecke war und jetzt hier liegt und da sind da Löcher auf der Straße und wenn du da halt auf der Strecke und wenn du halt reingehst, dann hebelt es sich aus und es geht so in die Arme. Ich habe mich nicht nochmal gedreht wie beim ersten Mal, aber nicht nochmal überschlagen zumindest beim ersten Mal. Aber jetzt habe ich noch mal mehr Respekt vor der ganzen Sache. Also das erste war echt ein Kinderschlecken jetzt hier gegen, oder nennen wir das Kinderschlecken, Eisschlecken, keine Ahnung. Irgendwie so eine Art, Leute. Ich freue mich, wenn es morgen hier richtig nochmal rund geht mit Gegnern und mit Drehen und all und so weiter. Das war es erstmal von hier, von heute, von der Strecke. Tag der Tiefer Total Stalker Crash Challenge. Das war nur der Trainingstag. Ja, heute ist der richtige Renntag. Ich sitze gerade hier und habe das Video fertig geschnitten, den ganzen Vlog. Wir haben gestern Abend sogar noch Ramble aufgenommen mit Isisam in der Arena. Seid gespannt darauf. Das kommt so um 16.30 Uhr. Und heute mache ich natürlich auch noch einen langen Vlog. Der kommt dann morgen früh für euch raus, halt vom richtigen Rennen. Und heute, wir haben gleich nochmal ein bisschen Training und dann fahren wir nochmal richtig. Danach, wenn die Live-Sendung im Fernsehen ist, 20.15 Uhr pro 7, schaltet da ein. Ja, dann kommt das richtige Rennen mit Drehen, mit Überschlägen, mit allem, mit alles kaputt machen. Oh, ich freue mich richtig drauf, das ist richtig lustig. Also Leute, wenn ihr Bock drauf habt, schaue ich das nachher an. Ansonsten war es das für heute. Wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben drückt. Und schreibt mir was in die Kommentare rein, wenn ihr Bock drauf habt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und Arthur Rhyme, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.